So, herzlich willkommen bei Maler Klinger. Heute zeigen wir euch, wie wir in Kellerböden zweikomponentig mit Epoxidharz die Böden beschichten. Und zwar haben wir jetzt hier unten den Untergrund schon angeschliffen mit unserer Einscheibenmaschine und sind jetzt gerade dabei, die ganzen Sachen vorzubereiten mit Schleifarbeiten und Abfräsearbeiten. Und da werden wir euch daran teilhaben und zeigen, wie wir das Step by Step machen. Diese ganze Bodensanierungssache, weil da gibt es einige Sachen zu beachten. Und da könnt ihr dran teilhaben. Ne? So, jetzt nochmal Polylese. Alle hier hinterher. Jupp. Ja? Da ist der Lüft. So, und der Lutz hat jetzt, ich guck mal, kurz geschliffen hier. Wir haben jetzt dann auch eine Absaugung dran, damit der ganze Staub und der ganze Dreck hochgesaugt wird. Und hier wird ganz normal der Boden geschliffen. Und dann gehen wir noch in einen anderen Keller, wo wir euch dann zeigen, wie wir einen Boden abfräsen müssen, weil eben die Beschichtung gar nicht mehr hält, weil dort eben an der Epoxid-Primer-Grundierung gespart wurde. Und dann platzt es eben ab und da zeigen wir euch das. Beim nächsten Schnitt, Geschnitt, Geschnitt. Dann, na? Genau. Genau. So machen wir das. Feuer frei. Heute haben wir hier mal den Lutz dabei und der würde mal euch zeigen, wie wir jetzt den Boden nämlich abfräsen. Das hatte ich ja vorhin gezeigt, dass wir gesagt, dass wir den Boden abfräsen müssen. Dazu haben wir hier unsere Festool RG130 mit unserer Abrissriemen Diamantschleifmaschine, die für Estrich, Fliesenkleber und alle anderen Oberflächen gut ist und die natürlich jetzt die alte Beschichtung runterholt und auch die Fläche ebnet. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir einen neuen Aufbau machen. Und der neue Aufbau beginnt mit der Depoxid 420 EP Primer Beschichtung. Das ist praktisch eine Art wie Tiefengrund, aber auf 3K-Basis, der die Oberfläche versiegelt, praktisch imprägniert, dass von unten keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr hochkommt und auch die Inhaltsstoffe wie fette Öle, die noch drin sind, dass die nicht nach oben ausdiffundieren oder ausdampfen können, damit später auch unsere 442 2K-Beschichtung für Kellerböden, Garagesiegel und so weiter auch vernünftig über Jahre lang hebt. Ja. Viele schmieren einfach nur drüber, gell Lutz? Schleifen ein bisschen an, schmieren einfach dadurch die Oberfläche fettiger und dann beschichten sie es und dann wundern sich, warum wieder abplatzt. Ne? Und gerade hier im Waschraumbereich gehört immer abgefräst, da der Boden immer voll ist mit Laube, mit Waschmittel, allem drum und dran. Ne? Na Lutz, zeig mal kurz, wie das funktioniert mit dem Fräsen. Und wie einfach das geht. Natürlich im System richtigen Staubsauger, ja, mit Abklopfreinigung, Staubklasse M auf jeden Fall, ne, ist ja auch wegen der Berufsgenossenschaft, weil die Stoffe ist ja alles irgendwo ein bisschen nicht gesund, wenn man das einatmet. Ja, danach wird sauber gemacht mit dem Staubsauger, absaugen, EP-Primer drauf, einen Tag trocknen lassen, gut ablüften dabei, ja, für chemische Reaktionen, deswegen
Organische Trocknung müssen wir ein bisschen richtig gut ablüften lassen, ansonsten kann es sein, dass am nächsten Tag das noch klebt. Oh ja. Und ganz wichtig, schön absperren, dass dann keiner reinläuft, ne? Weil nur lesen alleine hilft nicht, wenn man hinschreibt, bitte morgen erst betreten, frisch beschichtet. Boah, ist, ne? Oh, war der Elefant da. Okay? Ja, also, nächster Schritt, zeigen wir, wie wir das dann beschichten. Und wie dann zum Schluss so eine Endbeschichtung einfach aussieht mit vorher, nachher am besten mal. Na? Heute haben wir hier mal den Lutz dabei und der würde mal euch zeigen, wie wir jetzt den Boden nämlich abfräsen. Das hatte ich ja vorhin gezeigt, dass wir gesagt, dass wir den Boden abfräsen müssen. Dazu haben wir hier unsere Festool RG130 mit unserer Abrissriemen-Diamant-Schleifmaschine, die für Estrich, Fliesenkleber und alle anderen Oberflächen gut ist und die natürlich jetzt die alte Beschichtung runterholt und auch die Fläche ebnet. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir einen neuen Aufbau machen. Und der neue Aufbau beginnt mit der Depoxid 420 EP Primer Beschichtung. Das ist praktisch eine Art wie Tiefengrund, aber auf 3K-Basis, der die Oberfläche versiegelt, praktisch imprägniert, dass von unten keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr hochkommt und auch die Inhaltsstoffe wie fette Öle, die noch drin sind, dass die nicht nach oben ausdiffundieren oder ausdampfen können, damit später auch unsere 442 2K-Beschichtung für Kellerböden, Garagesiegel und so weiter auch vernünftig über Jahre lang hebt. Ja. Viele schmieren einfach nur drüber, gell, Lutz? Schleifen ein bisschen ein. Blättert. Schmieren einfach dadurch die Oberfläche fettiger und dann beschichten sie es und dann wundern sich, warum wieder abplatzt. Ne? Und gerade hier im Waschraumbereich gehört immer abgefräst, da der Boden immer voll ist mit Laube, mit Waschmittel, allem drum und dran. Ne? Na, Lutz, zeig mal kurz, wie das funktioniert mit dem Fräsen. Und wie einfach das geht. Natürlich im System, richtigen Staubsauger, ja, mit Abklopfreinigung, Staubklasse M auf jeden Fall, ne, ist auch wegen der Berufsgenossenschaft, weil die Stoffe ist ja alles irgendwo ein bisschen nicht gesund, wenn man das einatmet. Ja, danach wird sauber gemacht mit Staubsauger, absaugen, EP-Primer drauf, einen Tag trocknen lassen, gut ablüften dabei, ja, für chemische Reaktionen, deswegen organische Trocknung müssen wir ein bisschen richtig gut ablüften lassen, ansonsten kann es sein, dass am nächsten Tag das noch klebt. Oh ja. Und ganz wichtig, schön absperren, dass dann keiner reinläuft, ne? Weil nur lesen alleine hilft nicht, wenn man hinschreibt, bitte morgen erst betreten, frisch beschichtet. Boah, ist, ne? Oh, war der Elefant da. Okay? Ja, also, nächster Schritt, zeigen wir, wie wir das beschichten. Und wie dann zum Schluss so eine Endbeschichtung einfach aussieht mit vorher, nachher am besten mal. Na? So, servus. Die Jungs hinter mir, die grundieren gerade den Boden. Da zeigen wir jetzt euch mal, wie das geht. Oder wie die das machen. Ich habe gerade angerufen, dass ich komme. Die wissen aber nicht, dass ich jetzt mit der Kamera reinlaufe. Mal schauen, wie sie reagieren. Hat sich hier versteckt. Man hört.
Hallo! Hey. Ja, und man sieht, hier wird im Hintergrund fleißig gearbeitet. Fleißig gearbeitet. Genau. So wie immer. So wie immer. Vollgas. Ja. Also der Lutz hinter mir, der trägt jetzt diese EP-Grundierung auf, Caberol 420 EP-Primer. Ja. Wir tragen das jetzt mit der Walze auf, kurzflorig auf Polyesterbasis. So, somit können wir auch keine Fäden ziehen. Man kann das Ganze auch abrakeln, da lässt man aber ein bisschen mehr Material da, was für die Garagenböden optimal wäre, dann auch mit Sandabstreuung und sowas, aber hier für Kellerboden tun wir beschichten, herkömmlich mit Walze. Ja. Das Material. Oh, da. Schön gleichmäßig auftragen. Jawohl. Ja, somit sperren wir den Boden ab, was ich vorher schon gesagt habe. Bringen wir eine Sperre rein, dass keine Feuchtigkeit mehr von unten nach oben durchschlagen kann. Und die eventuellen alten Stoffe, die noch drin sind, die zur Abplatzung der Deckbeschichtung führen können, können wir jetzt damit vermeiden. Wie ihr seht, den Boden haben wir komplett abgefräst, die alte Beschichtung runtergeholt. Und jetzt wird die ganze Sache grundiert. 24 Stunden lang trocknen lassen, bei 20 Grad ungefähr, haben wir jetzt hier nicht ganz, sind wir vielleicht bei 18 Grad ungefähr, vielleicht 16, sowas in der Nacht. Ja, muss man mal schauen, wenn wir jetzt haben wir es Mittag, 12 Uhr, nächsten Tag, muss man mal schauen um 12, ob man dann schon den Zwischenanstrich draufbringen kann. Ansonsten versucht man dann nochmal die Fenster richtig aufzumachen, dass dieser chemische Prozess, diese Abbindung dieser 2K-Materialien ablüftet und ordentlich aushärtet. Gell? Jawohl. Jawohl. Ordentlich. Tür. Ja, noch was, Materialverbrauch ungefähr ein halbes Kilo für die Grundierung pro Quadratmeter. Also da geht schon ordentlich was weg. Ja, also hat man da schon mal rein brutto gerechnet 10 Euro auf den Quadratmeter rund, was man da Material verbraucht, nur für die Grundierung. Ja, Deckbeschichtung folgt. Und dann sagen die Jungs noch linke Winkel. Ja, hier. Der Lutz. Tschüss. Tschüss. Und der Andi. Bis demnächst. Ja, beim Größenwagen.
So. So, ist mir noch was aufgefallen, und zwar vergessen zu sagen, gerade bei solchen Löchern, was ich gerade mal gezeigt habe, das kann man dann in einen Abwasch, ja, das 3-Euro-Walze, da geht halt das Plastikding mal ab. Muss ja langsam rollen, die ist die Schnelligkeit nicht gewohnt. Aber nicht, wenn der Chef da ist. Also. Da nehmen wir einen Teil von dem angemischten Primer, ein Teil, also 1:1 Teile von dem Sand, mischen das zusammen, dass wir da eine homogene Masse haben, und dann spachteln wir das ganze Ding einfach aus und grundieren das dann einfach mit. Und somit ist das Loch geschlossen, ja, vernünftig mehr oder weniger verharzt. Da haben wir praktisch eine Mörtelquarz hergestellt und ja, fertig ist das Loch, Loch ist zu. Kann auch nicht mehr rausfallen, IP 2K, so, fertig. Ja. Sonst müsste man jetzt hergehen, vorher grundieren, standfeste Spachtelmasse nehmen oder zementhaltige Spachtel, wieder warten, trocknen lassen, nächsten Tag dann erst den Primer drauf. Und so kann man das für Kellerräume ganz einfach in einen Abwasch mitmachen. Ne? Mittelquarz, ich glaube 952 heißt der von Cabarol, den dann mit beimischen einfach und fertig. Ja. So läuft das hier. Das ist ein Riesenloch, ne? So, jetzt bin ich mal hier in einem Raum, den wir auch schon mal so ein bisschen vorab abgefilmt haben. Jetzt schaut euch das mal an, wie vernünftig die Beschichtung rauskommt. Nachdem das hier dreimalig beschichtet wurde. Im Gegensatz zu vorher, wirklich klasse, muss ich echt sagen. Was für ein dunkles Licht. Gehen wir hier ein bisschen weiter. Weiter. So. Letzte Beschichtung. Auftrag. Ihr habt es gesehen, wie es gerade gemacht wird. Der eine hier ganz normal aufgetragen. Schön Material liegen lassen. Kreuz und quer walzen. Türen absperren. Und dann. Man hofft, dass keiner reinläuft. Aber es gibt halt welche, die haben irgendwie nichts mit Lesen am Hut. Ja, und dann kann man das nach einem Tag dann die Absperrung wegmachen und ist auch wieder begehbar. Wie gesagt, belastbar nach 3 Tagen mechanisch und nach 7 Tagen völlig ausgehärtet. Also dann könnte man, wenn man einen Garagenboden hat, reinfahren mit dem Auto. Ja? So. Ja. Jawohl, da bin ich nochmal und ja, da ist die ganze Sache jetzt hier auch Gott sei Dank abgeschlossen, 300 Quadratmeter beschichtet, jede Menge Arbeit, ich habe vor uns den Müll weggefahren, was wir da an Schleifstaub hatten, ja, war bestimmt eine gute Tonne. Ja, sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen, ich gebe mal hier so mit der Kamera. Hey, ihr Maler, Maler, Pinselquäler. Tschüss. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Euer Maler Klinger. Ciao.